Moin Leute, willkommen im Bruderland. Der Juli ist rum, es ist Zeit wieder für das neue Update zu meinem Balkonkraftwerk. Bevor ich gleich auf meine Zahlen und Fakten eingehe, vielleicht noch mal kurze Informationen zu meinem Setup. Und zwar habe ich ja mein Balkonkraftwerk nebenan auf meinem Garagendach geparkt und das besteht momentan aus einem AP Systems Wechselrichter mit 600 Watt und zusätzlich habe ich da ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Und zwar hatte ich bisher zwei 380 Watt Panels von Jollywood und da ist jetzt noch ein 420 Watt Panel dazugekommen. Die 380er Panels habe ich jetzt parallel geschaltet an dem einen Eingang vom Wechselrichter und das 420er Panel ist jetzt an einem anderen Port. Und der Hintergrund war einfach, dass ich ein bisschen mit der Ausrichtung meiner Panels ein bisschen gespielt habe. Und die 380er, die sind jetzt eher so ost-west-mäßig aufgebaut und das neue 420er-Panel, das ist jetzt primär für die Südausrichtung für das Maximum an Leistung eingeplant. Da wird es vielleicht noch ein paar Änderungen in naher Zukunft geben, aber dabei belasse ich es jetzt erstmal. Stromverbrauch bzw. die Stromerzeugung habe ich wieder mit meiner Shelly-Plug gemessen. Ich blende euch das einfach mal ein, so sieht das aus. Und die ganzen Zahlen habe ich in meinen Excel geschmissen und dabei habe ich jetzt im Juli 124,5 Kilowattstunden erzeugt. Das ist ein bisschen weniger als letzten Monat, wobei dazu muss man sagen, der Juli war verdammt bewölkt und regnerisch und zusätzlich hatte ich die ersten Tage ja quasi die beiden 380er Panels nur an einem Port, also da konnte ich eh nur maximal 300 Watt einspeisen. Aber das hat sich ja mittlerweile geändert. Und ansonsten habe ich zwar jetzt weniger Strom erzeugt, ich habe aber auch weniger eingespeist. Das ist die Folge davon, dass es halt nicht mehr diese extremen Peaks gab. Und am Ende vom Tag war ich bei einer Autarkie von ungefähr 29%. Das ist so das ähnliche Niveau, was ich letzten Monat hatte. Der Eigenverbrauch ist jetzt dadurch, dass ich weniger eingespeist habe, wieder ein bisschen hochgegangen. Da war ich jetzt bei rund 88%. Also es ist durchaus ein Maß, mit dem ich ganz zufrieden bin. Ich erhoffe mir dann, wenn ich irgendwann mal diese Akkulösung im Haus im Einsatz habe, dass es dann auch irgendwann wirklich bei 100% ist. Aber das wird sich dann in den nächsten ein, zwei Monaten zeigen, wenn ich dann im September meine bestellte Solarbank von Anker bekomme. Wenn man mal die Gesamtsumme sich anschaut, was ich bisher eingespart habe, da waren das seit April rund 150 Euro, was auf jeden Fall schon mal mindestens der Preis für ein Panel ist. Also ich bin zuversichtlich, dass ich auch jetzt in den nicht ganz so sonnenstarken Monaten ein bisschen was zusammenbekommen werde. Und dann werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen an der Optimierung von meiner Ausrichtung arbeiten und mal sehen, was wir hier noch rauskitzeln können. Ja, das war's von meinem Update meines Balkonkraftwerks für Juli 2023 und nächsten Monat zur selben Zeit dasselbe Thema. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.